Nach vier extrem schwachen US-Konjunkturdaten hat die Wall Street jetzt begonnen, das erste Mal so ein bisschen begonnen, eine kommende Rezession einzupreisen. Jetzt wartet man auf die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Allerdings ist der Markt am Karfreitag eben geschlossen und dann am nächsten Mittwoch auf die US-Verbraucherpreise. Das sind mit Sicherheit die zwei entscheidenden Daten. Aber was bisher aufgefallen ist, ist eben, dass jetzt auch der Arbeitsmarkt in den USA, normalerweise ein nachlaufender Indikator, jetzt erste Schwächesignale zeigt. Und Goldman Sachs warnt jetzt davor, dass wir heute eine böse nächste Überraschung erleben könnten. Nämlich heute stehen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda, sonst normalerweise ein ziemlicher No-Brainer, weil meistens so die Erstanträge bei 200.000 liegen, die Folgeanträge so 1,6, 1,7 Millionen, so ist heute auch die Erwartung, aber Goldman Sachs sagt, naja, hier wurden vom Bureau of Labor Statistics, dass diese Daten ermittelt, letztendlich saisonale Anpassungen gemacht, die faktische Zahl haben niedriger erscheinen lassen, als sie ist. Ich verstehe diese ganze Statistikmeierei der Amerikaner mit saisonalen Anpassungen und Burst-S-Model bei den Arbeitsmarktdaten. Und hast du nicht gesehen, das sind Sachen, die gehen aus meiner Sicht nicht. Das ist nicht seriös. Da kannst du letztendlich der Manipulation von Daten Tür und Tor öffnen. Das ist schlichtweg nicht seriös, was da passiert. Dementsprechend moniert Goldman Sachs, naja, faktisch sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich höher. Also seid nicht überrascht, so sagt Goldman Sachs, wenn wir heute eine Zahl von über 240.000 Stellen oder neuen Erstanträgen sehen würden. Das wäre schon eine extreme Abweichung, denn wie gesagt, normalerweise bewegt sich das so um 190.000, 200.000. Das sind ja Zahlen, die jede Woche ermittelt werden. Jedenfalls sehen wir, wenn wir uns hier mal den Economic Surprise Index anschauen, also praktisch die negativen Abweichungen von der Erwartung waren in letzter Zeit auffällig. Das ging schon lange nach unten. Der Arbeitsmarkt, aber das ist der oben der Labor Market Surprise Index, der Arbeitsmarkt schien sich robust zu halten. Jetzt dreht der auch nach unten. Das heißt, der nachlaufende Indikator beginnt nach unten zu drehen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir sehr, sehr kurz vor einer Rezession stehen, in den USA vielleicht schon drin sind und die Märkte reagieren entsprechend. Man erwartet jetzt im Grunde, dass die Fed viermal die Zinsen senken wird noch in diesem Jahr. Das wird die Fed etwas anders sehen, aber kommen wir nochmal zurück zum US-Arbeitsmarkt. Hier ist auffällig, dass vor allem unskilled Jobs hier vergeben wurden, also an Leute, die nicht jetzt so wirklich großartige Qualifikationen haben, während die Nachfrage nach qualifizierten Jobs offenkundig ein bisschen zurückgegangen ist. Das heißt, wir sehen hier eine, wie soll ich sagen, eine Qualitätsverschlechterung am Arbeitsmarkt. Da haben wir jedes Mal zum Beispiel die höchste Zahl neu geschaffener Stellen im Bereich Leisure und Hospitality, also im Gastgewerbe im weitesten Sinne, wenn man so will, da ja normalerweise nicht eine so hohe Qualifikation erforderlich. Also da sehen wir, dass letztendlich Qualität nachlässt und wir sehen auch jetzt, dass der Konsum nachlässt. Jetzt hat der Bank of America ja hier seine Kreditkartendaten mal gezeigt und gesagt, ja, wir sehen, dass wir jetzt seit der Bankkrise einen deutlichen Rückgang haben bei dem Credit Card Spending. Also die Amerikaner geben weniger aus, die Banken werden vorsichtiger. Wir haben bisher nur Daten aus dem Februar, die zeigen, dass die Kreditvergabestandards der Banken in den USA deutlich rigider geworden sind. Das war vor der Bankenkrise. Wenn jetzt die Bankenkrise richtig reinknallt und das scheint weiter zu passieren, dann wird sich dieser Trend fortsetzen. Hier sehen wir mal links den Chart vom S&P 500, die grüne Linie hält sich gut, dann die blau, die vier großen Banken, also Morgan Stanley, Bank of America, City und wie sie alle heißen, und dann unten, ganz unten in Rot, den Regional Banking ETF, also praktisch den KRE. Der ist abgeschmiert, hat gestern ein neues Tief erreicht und bei den größeren Institutionen im Finanzbereich ist Schwab wohl am gefährdetsten. Wir sehen, das ist ein bedenklicher Chart. Unter großem Volumen geht es da nach unten für diesen Broker, für diese Bank gleichzeitig, die 34 Millionen Konten hat. Die
Privatkunden in den USA, die Privatinvestoren haben sich gesagt, in den USA macht nichts, ist jetzt günstig und haben massiv gekauft. Die haben den Dip gekauft bei diesen Banken, Bank of America, Charles Schwab, First Republic. Hier wurde richtig zugelangt. Mal sehen, ob das funktionieren wird. Hier unten sehen wir jedenfalls dieses Regional Banking ETF, den KRE, 42%. 42 Dollar, der letzte Stand, das ist in letzter Zeit senkrecht nach unten gegangen und die Erklärung ist hier in zwei Charts letztendlich. Wir sehen, dass die Banken sich eine halbe Billion Dollar leihen mussten, nur in einer Woche, und dieses Geld, was man sich bei der Fed oder von der FHLB leiht, das ist teuer, das ist mit 4,6, 4,7% verzinst. Die Kundeneinlagen, die kriegst du in der Regel umsonst, weil du den Kunden keine Zinsen zahlst. Also jetzt musst du die abgeflossenen Kundengelder ersetzen durch teures Geld, weil hochverzinstes Geld. Und hier sehen wir mal den Rapid Decline in diesen Bankeinlagen. Wenn jetzt die Bankeinlagen stark fallen, dann kommt die Relation zwischen eben dem vorhandenen Einlagen und den Vermögenspositionen, die eine Bank eingegangen ist, in Schieflage. Das heißt, man muss dann entweder die Vermögenspositionen verkaufen, das ist der Silicon Valley Bank passiert, die dann praktisch unrealisierte Verluste realisieren musste in der Bilanz aufgrund von in Nullzinszeiten gekauften Staatsanleihen. Jedenfalls nochmal zu Wall Street zurück. Das ist ein Recession Playbook, sagte Goldman. Und JP Morgan sagte, we have entered the bad news is bad news regime. Ja, das ist das, was ich schon seit ein paar Tagen sage. Schlechte Daten werden jetzt auch wirklich schlechte Daten sein. Wir haben das gesehen bei den Jolts etwa. Zunächst Freude über die schwachen Daten, dann ging es nach unten. Wir haben es gesehen beim ISM-Index Gewerbe. Gestern ja auch Dienstleistung ganz schwach, auch da zunächst mal Freude, dann nach unten. Das zeigt, dass die Märkte jetzt anders ticken. Und wenn wir hier nochmal beim Einkaufsmanager-Index ISM sind, der ja bei 46,3 tief in der Kontraktion ist, alles unter 50 heißt Schrumpfung, dann sagt Tom McLaren, also normalerweise muss die Fed jetzt nicht oder sollte die Fed nicht die Zinsen weiter anheben, sondern sie müsste sie sofort senken. Das aber wird sie nicht tun. Warum? Weil sie vorher den Fehler begangen hat, die Zinsen zu lange nicht angehoben zu haben. Damals, als wir beim ISM über 60 waren, also eine brutale Dynamik in der Wirtschaft hatten, da hat die Fed sogar weiter Quantitative Easing betrieben und gesagt, ach wisst ihr, Inflation ist doch kein Thema. Das heißt, sie macht jetzt den Folgefehler letztendlich, der aus einem anderen Fehler heraus entstanden ist, nämlich die Zinsen zu lange nicht anzuheben, respektive eine ultralaxe Geldpolitik zu vollführen. Jetzt musst du dann aufs Bremspedal treten, jetzt läuft die Wirtschaft bereits ab, aber die Fed kann jetzt auch aus Glaubwürdigkeitsgründen nicht plötzlich sofort die Zinsen senken. Das ist jetzt sozusagen das große Problem. Hier sehen wir, dass die Anleihemärkte, hier sehen wir mal die Renditen verschiedener Laufzeiten, 2 Jahre und so weiter, 5 Jahre, 10 Jahre. Hier sehen wir, dass die Anleiherenditen jedes Mal bei diesen schwachen Daten, die wir zuletzt gesehen haben, gefallen sind. Und jetzt gibt es aber eine riesige Differenz, weil die Fed eben jetzt nicht so schnell umsteuern kann wahrscheinlich. Die Märkte aber sagen, ja, sie muss aber umsteuern, 4-mal muss sie die Zinsen senken. Und hier sehen wir, wie stark hier die Abweichungen ist zwischen den Dotplots, also den Erwartungen, die die Fed-Mitglieder selber an die Zinsentwicklung haben. Da bleibt es bis Januar 2024 über 5%. Während die Märkte davon ausgehen, dass wir kontinuierlich jetzt im Laufe des Jahres nach unten kommen. Und El Erdian sagt, ich kann mich nicht erinnern, dass die Märkte so weit sich entfernt haben von der Forward Guidance der Fed. Also die Märkte glauben der US-Notenbank nicht. Wer hat recht? Wenn die Märkte glauben, dass die Fed die Zinsen senkt und sie tut das nicht, dann wäre das natürlich ein Problem, oder muss die Fed sozusagen ihren Fehler schnellstmöglich korrigieren oder ihr Dilemma irgendwie lösen. Hier sehen wir jedenfalls, was Judy Shelton sagt, die eigentlich als hochrangiges Fed-Mitglied nominiert war, dann aber abgelehnt wurde vom Kongress. Eigentlich eine Verfechterin von MMT, also Modern Monetary Theory. Du kannst Geld drucken ohne Ende, solange keine Inflation kommt, ist alles gut, gell? Und wenn sie kommt, dann werden wir die Steuern massiv anheben. Wer es glaubt, wird selig, denn Steuern anheben führt eine Wirtschaft sicherlich in die Rezession, vor allem wenn du das drastisch tun musst. Insofern wird sich ein Regierender niemals dafür entscheiden, aber sei es drum, ist halt Voodoo.
Aber sie hat schon klare Gedanken teilweise in Sachen Analyse des Bestehenden. Sie sagt hier, die Fed zahlt etwa 4,9% auf 3,4 Billionen an Bank Reserves, also das, was die Banken bei der Fed hinterlegen, und sie zahlt 4,8% auf 2,6 Billionen in Money Market Mutual Funds, also in Geldmarktfonds. In der Summe macht sie damit fast 300 Milliarden Dollar Verlust, und das wird früher oder später der Steuerzahler ausgleichen müssen. Also die Fed, die ja lange Gewinne gemacht hat, macht jetzt Verluste, weil sie eben den Banken so viel Zinsen zahlen muss, wenn diese Banken Geld bei ihr parken. Kommen wir nochmal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Die Stimmung bei den Privatinvestoren hat sich deutlich aufgehellt. Hier sehen wir AAII. Also die Umfrage unter den amerikanischen Privatinvestoren, jetzt immerhin 33,3% Bullen, letzte Woche noch 22,5, davor 20,9, davor 19,2, nur noch 35% Bären, immer noch nicht eine wirklich euphorische Stimmung sicherlich bei den Privatinvestoren, aber das ist jetzt schon ziemlich ausgeglichen. Wir sehen, dass die Profi-Investoren, die im NAAIM gefragt werden, jetzt auch deutlich investierter sind, 65% Investitionsquote, und wir sehen den Fear and Greed Index bei 53, also von Angst ist da noch nicht so viel zu spüren. Und das eine ist ja, wie die, vor allem die in der AAII-Umfrage befragten Privatinvestoren die Entwicklung sehen, und das andere ist, wie sie faktisch positioniert sind. Da gibt es oft einen Unterschied zwischen dem, was die Leute sagen und was sie tun. Hier sehen wir mal, was sie getan haben. Sie sind immer noch sehr stark investiert in den Märkten, in ihrer Allokation, auch wenn das rückläufig ist bereits, weil man wahrscheinlich unter Druck ist aufgrund der steigenden Inflation in den letzten Monaten und dadurch irgendwie klarkommen muss, hat man vielleicht ein bisschen was aus dem Aktienportfolio verkauft. Gestern wurden vor allem Risk-On-Werte verkauft, Technologie etwa, Nasdaq der schwächste Index. Wir sehen also Microsoft, wir sehen Nvidia, wir sehen Apple, wir sehen Amazon, wir sehen Tesla, alle im Minus, selbst Meta im Minus. Und ganz klar defensives Spiel, wir sehen auch die Banken im Minus, wenngleich nicht zu krass, bis auf Charles Schwab. Wir sehen das Pharma, vor allem Johnson & Johnson, Eli Lilly, das waren gestern die Gewinner. Also defensives Spiel, Pharma up, Tech down. Und warum Tech down vielleicht perspektivisch Sinn macht, das bringt Alf auf den Punkt, indem er sagt, naja, wenn du jetzt ein Price-Earnings-Ratio von knapp 30 hast, eine Forward-Price-Earnings-Ratio von knapp 30, und du dann wahrscheinlich sehen wirst, dass die Earnings um 10-20% fallen werden, vor allem angesichts einer wirtschaftlichen Abkühlung, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, jetzt zu kaufen, weil schlichtweg die Bewertungen viel zu hoch sind. Und von Nvidia brauchen wir gar nicht zu sprechen, KGV. Etwa dort, wo Elon Musk gerne hin wollte, nämlich auf dem Mars. Und hier sehen wir, wie wahrscheinlich die Rezession jetzt ist in diesen sogenannten Near-Term Forward Spreads. Also das, was jetzt die dreimonatige Anleiherendite ist und im Vergleich dazu, was die dreimonatige Anleiherendite in 18 Monaten sein dürfte oder was die Märkte erwarten, da sind wir jetzt extrem krass invertiert, sodass die Wahrscheinlichkeit, die man aus dieser invertierten Zinskurve lesen kann, einer baldigen Rezession bei 85% liegt. Also das erscheint sehr wahrscheinlich. Wie geht es an den Märkten weiter? Wir sehen hier den S&P 500 auf 60 Minuten. Wir sind oben an diese Trendlinie rangelaufen, könnten uns heute nochmal erholen. Warum, will ich gleich zeigen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Renditen, etwa die 10-jährige Anleiherendite, jetzt auf dem tiefsten Stand seit September 2022 ist. Aber wenn wir links hier mal gucken, dann sehen wir hier jede Menge positive Divergenzen. Das heißt, wir werden in naher Zukunft sehen, dass die Renditen wieder nach oben gehen. Entweder weil die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die Non-Farm Payrolls, dann doch irgendwie besser sind als befürchtet, oder weil am Mittwoch dann die Verbraucherpreise höher sein könnten. Hier sehen wir, warum sich der Nasdaq erholen könnte. Etwa, wir sind hier an diese auf diese Aufwärtstrendkanallinie rangegangen, könnten jetzt nochmal versuchen, hier uns nach oben zu hangeln, bis wir dann unten im Chart auf Daily diese Abwärtstrendlinie kommen. Wir bilden dann perfekte negative Divergenzen im RSI und in der Stochastik aus. Also es ist nur die Frage, ob man vorher nochmal nach oben geht, um dann nach unten zu gehen, oder ob man gleich nach unten geht. Gell, jetzt einmal, dies für die Bullen, damit die gute Laune haben. Jetzt schauen wir uns mal China an. Besser als erwartete
Services-Daten, Kaixin, also Dienstleister, 57,8, fast der beste Wert seit 2 Jahren. Allerdings ist alles über 50 ja Wachstum, aber jetzt muss man sehen, woher kommt man. Man kommt also von sehr niedrigem Niveau, dementsprechend ist es nicht so schwer, dann auch mal einen rauszuhauen. Dagegen schauen wir uns mal das Haushaltssentiment an in China. Also die Stimmung der Haushalte ist nach wie vor ziemlich mies, auch wenn sie ein bisschen nach oben gedreht ist. Also so richtig viel Euphorie ist da noch nicht drin. Jetzt hat China angedroht, nachdem ja die USA, Niederlande und Japan hochwertige oder Hochleistungschips nicht mehr nach China liefern, dass man hier möglicherweise den Export seltener Erden unterbinden wird an die Länder, die sich da anschließen, also auch die Amerikaner. Jetzt sind die Chinesen da der absolut dominante Player. Über die Hälfte aller dieser Vorkommen werden in China abgebaut. Dann gibt es noch knapp 10% in Myanmar, gell, also demokratisch bis zum Get-No. Und dann haben wir auch die Vereinigten Staaten selber mit eben den 16%, aber das reicht halt nicht hin, wenn du jetzt gerade dann grüne Technologie machen willst. Da wird viel solcher unglaublich umweltverträglichen seltenen Erden gebraucht. Und wie stark die geopolitische Situation sich derzeit, verschiebt, kann man sehen. Jetzt treffen sich saudische und iranische Diplomaten, da gibt es eine Annäherung. Die Ära des US-Involvements in der Region ist vorbei, also der Einmischung der Amerikaner ist vorbei, sagen die Saudis, die jetzt auch Assad rehabilitieren. Auch das dürfte den Amerikanern nicht schmecken. Die Amerikaner wiederum lassen die Taiwanesen jetzt für über 1 Milliarde Dollar US-Waffen kaufen. Das wird den Chinesen sauer aufstoßen. Frankreich zum Beispiel hat jetzt LNG in chinesischen Yuan bezahlt. Saudi-Arabien, Russland und Brasilien nutzen den chinesischen Yuan für Trades. Also es gibt da schon einige Attacken auf den Dollar. Und warum die Saudis jetzt unbedingt ein bisschen sich umstellen, ist, dass China schlichtweg als Handelspartner immer wichtiger geworden ist. Ist jetzt für die Saudis wichtiger als die Amerikaner. Und ändern sich dann eben Einstellungen durch Fakten, die normative Kraft des Faktischen durch Handel. Und die Saudis sind genervt von den Amis. Jetzt sind die praktisch weggebrochen hin zu dieser Allianz China-Russland. Syrien, Iran könnte man sagen, das ist nicht zu unterschätzen oder gar nicht überschätzbar aus meiner Sicht. 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss. Markus Krall, die Megabankenkrise wird kommen. Markus Krall hat wirklich Ahnung vom Banking. Er hat maßgeblich die Risikomodelle dieser Banken entworfen. Faszinierende Aussagen. Immer wieder ein Genuss, ihm zuzuhören, auch wenn man vielleicht nicht in allem mit ihm übereinstimmt, aber must see, meine Damen und Herren, wenn Sie irgendwie Zeit haben, notfalls jetzt am langen Wochenende sich das anzugucken. Und welche Aktien sind denn besonders gefährdet? Das ist der zweite Artikel, den ich Ihnen anempfehlen möchte. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. Ich versuche heute das Marktgeflüster einen Ticken früher zu machen und sag Servus und Ciao.